Da. Ah ja, noch ein bisschen Milch in Tee gemacht. Da sind wir wieder mit einer neuen Folge. Warum rede ich so doof? Weil ich es kann. Ach, lasst mich in Ruhe. Ja, auf jeden Fall sind wir wieder da. Okay, lassen wir das. Bassbecken. Was? Was? Was laberst du eigentlich immer für ein... Ich habe keine Ahnung, du hast einfach die Folge angefangen, ohne mir Bescheid zu sagen. Das rote Lämpchen hat geleuchtet, oder jedenfalls die Zahl da oben. Ich war mit meinem Tee beschäftigt. Ja, dass du nicht so schnell aus deinem Tee kommst, ist mir schon klar. Epic Wortspiel ist epic. 101%. Ja, ihr seht, die Infanterieeinheiten und die Mecheinheiten von Tami sind etwas stärker. Tami, wie auch immer man das gerne sagen möchte. 33 machen wir platt, das ist kein Problem. Ich muss aber echt sagen, Schwarztee schmeckt einiges besser als Kaffee. Definitiv. Wobei ich ja so jemand bin, gerade in letzter Zeit, ich trinke ja meinen Schwarztee extrem gern, ziemlich süß. Aber das ist ja auch kein Problem. Nö. Oder Kaffee kannst du auch süß trinken. Oder jetzt in der Winterzeit mit Zimt. Das eine hat dir viel gebracht. Hä? Das eine hat dir viel gebracht. Ja. Er musste sich nicht lange entscheiden, wen er töten will. Finde ich schon nett von mir. Der hat bestimmt irgendwo eine Radarstation, deswegen sieht er deine Einheiten. Boah, Radarstation gibt's aber hier nicht. Gibt's auch erst in Dark Conflict. Ernsthaft? Ja, aber die bringen was, die machen was anderes. Die sorgen, glaube ich, dafür, was du gerade meintest. Wenn mich nicht alles täuscht, sorgen die dafür, dass du um deine Häuser ringsrum was siehst, glaube ich. Oder sie sorgen dafür, dass du stärker wirst. Das weiß ich nicht genau. Natürlich, du wirst stärker, weil du Radareinheiten hast. Das ist logisch. Es kann auch sein, dass es andere Einheiten gibt, wo du stärker wirst. Ich weiß es nicht genau. Ich hab doch keine Ahnung. Stimmt, es gibt in dem Spiel bis jetzt keine Boost-Einheiten, die irgendwas boosten. 39 Boost-Einheiten, die irgendwas boosten. Habe ich schon mal boosten gesagt? Nein. Gut, dann sage ich mal boosten. Er hat boosten gesagt. Nein. Einfach nur nein. Du opferst deine Infanterieeinheit ziemlich schnell, was? Ich hab doch genug davon. Naja. Ich bin jung und brauch die Infanterie. Wow. Jäger gegen Jäger? Aber da hast du keine Chance mit deinen Jägern. Nein, nicht gegen ihn. Und nicht mit ihr. Und, das und ist, noch ein Bomber. Das ist halt das Problem, weil... Wie viele Bomber hat der denn noch? Und du siehst ihn jetzt noch nicht mal. Na gut, aber das ist nicht das Problem. Ich meine, du kannst jetzt abschießen rein theoretisch, oder? Mit der Artillerie. Mit den... Klacken. Ah! Warte mal, ich hab hier... Komm ich da ran? Nein! Doch! Scheiß drauf, so. Weißt du, die Jäger sind für einen Zweck da, für einen Zweck, und zwar um gegnerische Flugeinheit abzuschießen. Und du ziehst dich lieber zurück. Ja, du weißt schon, dass ich den nicht gesehen hätte, ja? Nicht bekommen hätte, dass ich meinen geopfert hätte. Sinnlos. Und dass das so viel besser ist, weil ich ihn somit in die Reichweite meines... Meinst du, du hast irgendwas, was du mit den vier Jägern noch anfangen kannst? Nein, ich opfere die vier Jäger, um die Missiles in Position zu bekommen. Weil hier kann ich ihn abschießen, wenn er nicht sich nicht... Achso. Meinst du, der fällt drauf rein? Also gut, das ist das Einzige, was er mit den Bam. Sinnvoll machen kann. So. Er kann nichts anderes tun. Und du hast es mit dem Bomber verkackt. Steh auf und tu etwas. Einfach, weil ich es kann. Ah, die Sichtweite erhöht sich ja auch, wenn du in der Stadt bist, ne? Echt? Ja, ich glaube schon. Nein, die haben zwei Sichtfeld. Zack, zack, zwei. Aber auf dem Berg erhöht sich. Auf dem Berg erhöht sich es auf 5. Das ist das Gute. Hier. Sichtweite um 5 bei Infanterieeinheiten. Mhm. Aber nicht bei Mech-Einheiten.
Mech zählen in dem Sinne zu Infanterie. Ja, der hat noch einen. Natürlich hatte er noch einen gehabt. Ich meine, das bringt ihn jetzt nicht viel, weil die Jägertrupps brauche ich eigentlich nicht mehr fürchten. Und er greift natürlich den gefährlichsten Trupp an, den du hast. Naja, der Trupp, der die wenigste Gegenwehr leistet. Das ist die Sache. Das ist allerdings scheiße. Ah, du siehst ihn noch. Achso, er steht nicht im Wald. Hä? Das ist auch so ein Bug wieder hier. Warum sehe ich den? Er steht im Wald. Das sieht aus, als ob du noch. Das sieht aus, als ob du noch eine Einheit da stehen würde. Ja, genau. Und das ist halt das, was er wahrscheinlich auch manchmal hat, was ich jetzt das erste Mal selber den Bug auch habe, dass ich ihn selber nutzen kann, finde ich sehr schön. Mein Mikrofon schabt irgendwie auch am T-Shirt, das ist nicht gut. Ja, man hört das ein wenig. Ja, ich habe es jetzt ein bisschen hochgestellt. Das ist sehr nett von dir. Musst du nachher einfach rausschneiden. Nein. Nicht witzig. Oh. Oh, zwei fehlen noch. So, jetzt kommt er mit dem Bomber, zerlegt dich. Mm. Also nicht mit dem Bomber. Nee, mit dem bestimmt nicht mehr. Mit dem kommt er nirgendwo mehr hin. Bam, 87. Mal sehen, ob er jetzt noch irgendwas hat für mich. Dein Ernst? Komm, komm, gleich nochmal. Gleich nochmal. Gib ihm. Gib ihm, Bruder. Ist super. Greift er jetzt nochmal an? Ja. Den Fünfer. Jetzt müsste ich ihn weg. Ach komm, den hättest du jetzt wegplatzen können. Das wäre zu witzig geworden. Aber du kriegst es trotzdem eingenommen, ne? Na klar. Es sind ja nur zwei. Ich kann 6 einnehmen. Anderthalbfach hat der, hat Tami. Mhm. Ich finde super, wie der Infanterieeinheit einfach blöd rumstehen da hinten. Da ist noch ein Jägertrupp. Und warum sehe ich ihn? Ich habe keine Ahnung. Ich glaube, die Map ist ein bisschen verbuggt hier. Ach was. Ist nicht dein Ernst. Meinst du, da steht was an den Gebäuden? Nee. Ich weiß auch nicht, ob er noch überhaupt was hat. Ach, so geht's natürlich auch. Das wollte ich eigentlich nicht, aber bam. Pass auf, jetzt kommt eine Bombe angeflogen. Es wird zu feiern, wenn da jetzt eine Bombe angeflogen kommt. Ja, dann habe ich halt das Gebäude nicht, aber der Bomber ist wenigstens da. Aber es ist gut, dass beim Angriff nicht das abgebrochen wird, das Lager. Das einnehmen. Ja, das ist sehr schön. Na, guck mal einer, schau, was der da noch hat. Kling. Ich stell's aufs Gebäude. Sich heilt. Mal. 1, 2, 3. Warte mal, wo hat er denn jetzt? Ja, gut, das reicht. Ich weiß noch nicht, was du gerade geguckt hast. Ich habe geguckt, ob er jetzt in der Reichweite drin ist. Ach so. Es bringt dir jetzt zwar nichts, die Gebäude einzunehmen, wirklich effektiv. Doch, die da zu heilen wieder. Aber und du kannst ihn außen aus der Reserve locken, wenn er mal zu dir kommt. Genau. Das dachte ich mir nämlich, dass das passieren würde. Und jetzt kann ich wenigstens die anderen ein wenig. Schade, dass der Mechtrupp kommt nicht ran, oder? Doch, wenn er eine Fähigkeit einsetzt, könnte der Mechtrupp rankommen. Nee, dazu ist er nicht mächtig genug. Du hast doch doppelte Reichweite, oder? Ach nee, doppelt nicht. Du kriegst nur eine bestimmte Anzahl dazu. Guck mal, 3 kann er. Nein, ich meine der andere, der oben ist. 3. Hat die gleiche, weil er von dort gleich. Reicht nicht, schade. Ist nicht so schlimm, weil der geht jetzt erstmal dahin. Der geht jetzt erstmal heile machen. Der nimmt es ein. Der macht heile Segen jetzt so. Morgen gibt es Regen. Übermorgen. Ich hätte ihn zwar jetzt nicht auf die Straße gestellt, sondern in den Wald rein. Ich will ihn locken.
Mit der Mech-Einheit. Hast du das gesehen? Ja, weggeputzt. Den habe ich vom Himmel gefegt. Weggebounced, wie du so schön sagst. Genau, wie ich so schön sagen würde, weggebounced. Aber der wird wahrscheinlich zurückrennen und die 6er Mech-Einheit zerlegen. Nee, die sieht er nicht, die steht im Wald. Du weißt, was mit dieser Map los ist? Ein Mechlein steht im Walde. Ganz still und stumm. Na gut, habe ich gesagt. Und ich habe meine Fähigkeit aktiv noch. Wahnsinn. Ein Mechlein steht im Walde. Oh, aber der steht jetzt in deiner Artillerie-Reichweite. Das habe ich gewusst. Und du kannst ihn umbringen. Und er ist tot. Es ist so, komm, einer übrig. Nein! Hätte gut passieren können. Ich, Igel. Was? Von das Geile ist. Erstens, von Andy besiegt? Warum? Zweitens, Moment, das waren alles ihre Einheiten. Drittens, was? Sagt die Zeit. Jetzt 11 Minuten. Müssen wir jetzt noch ein bisschen quatschen. Wir ziehen das jetzt noch ein bisschen in die Länge, so ein bisschen storymäßig und so, und dann kriegen wir das alles hin. Ich, die Frisur. Igel, von Andy besiegt. Wieder. Boah, das ist voll rassistisch, voll sexistisch hier. Wen nennst du da Andy? Gut, ich hab's auch gemerkt. Hä? Ich glaube, das nehme ich dir übel. Sehe ich etwa aus wie ein Junge? Nein, eher so wie... Naja, das sagen wir nicht. Wer bist denn du? Wer zur Hölle bist du? Was bist denn du für ein Vogel? Ich heiße Tammy. Ich bin Co. von Oringstar. Co. steht für Kommandant. Mich hat ein Mädchen besiegt. Du bist zu unaufmerksam, deshalb verlierst du immer. Außerdem hast du nur eine KI und ich, ich werde halt von einem Spieler gespielt. Und ich glaube, du musst deine Grundausbildung auffrischen. Oh, Verzeihung, Co. von Oringstar, Tammy. Ja, bitte? Ich möchte mich für mein ungebührliches Benehmen entschuldigen. Was laberst du? Ich schwöre bei meiner Glücksbrille, mich beim nächsten Mal zu bessern. Ich würde fragen, welche Brille, aber die hat am Hals. Ich werde euch nun verlassen. Lebt wohl. Halt! Einen Moment mal. Keiner hat dir erlaubt zu gehen. Er ist fort. Ich finde super, wie sie sich immer unterhalten. Die treffen sich ja immer zum Bierchen danach. Ja, das Geile ist, die gehen einfach. Keiner hat dir erlaubt zu gehen, aber keiner hält ihn fest. Er scheint mir eigentlich ganz in Ordnung zu sein, trotz allem. Jetzt ist Yellow Comet dran. Siege! Nein, das ist keine Belagerung. Nein, Siege ist, bei Smash Brothers gibt es doch Zeit und dann gibt es die Option Siege! Siege? Ich weiß nicht, wie es auf Englisch ausgesprochen ist. Siege, glaube ich. Ja. Guck dir dem seine Ohren an. Oh Gott, ich habe letztens Lux Link hat ja Teil 2 gespielt. Ja. Und da ist ja Kanbei auch dabei. Ja, kann bei dem noch alles in Ordnung sein? Und jetzt, der sieht ja irgendwie peinlich aus, irgendwie hier in dem Teil. Ja. Ich glaube, im zweiten Teil sieht er besser aus. Ja. Wieder diese Plagegeister. Das Sternenkorps von Oringstar. Ihr eigenes Land reicht ihnen nicht. Jetzt wollen sie meins stehlen. Niemals, das lasse ich niemals zu. Kanbeis königliche Streitkräfte werden euch zurückbringen. Ich frag mich sowieso, wieso ihr eigentlich alle anderen Länder übernehmt. Das wirst du noch erfahren, wenn du das Let's Play weiterverfolgst. Übrigens, zu Looks Like Link kann ich dazu sagen, es ist ganz schön, dass ihr diese beiden Spiele spielt. Also er hat auch den ersten Teil gespielt. Der Witz an der ganzen Geschichte ist, dass ich ursprünglich mein Let's Play veröffentlichen wollte. Zeitlich durch die Uni in 2 Tage Rückstand gekommen bin mit meiner Veröffentlichung und dann eher das Let's Play schon angefangen hatte. Und ich das deswegen so ewig weit rausgeschoben hatte und deswegen erst spiele. Also, eigentlich wollte ich das vor ihm draußen haben. Tja. Aber ist nicht so schlimm. Das ist ja genau das gleiche wie mit Scan und mir und Wind Waker. Genau. Wir haben einiges früher angefangen, aber wir sind noch nicht fertig, während er schon mindestens 2 Projekte weiter ist. Ja, er investiert, glaube ich, mehr Zeit darin als wir. Er macht das, glaube ich, sogar hauptberuflich. Also, was heißt hauptberuflich? Das weiß ich nicht, aber auf jeden Fall ist er nicht so faul wie wir. Doch. Er hat sein Hobby zum Beruf gemacht. Naja, also, wenn man das kann, ich muss dazu sagen, da können wir gleich noch ein bisschen Talk darüber machen. Ich finde das total cool, wenn man sowas machen kann.
Und ich hate da keinen dafür, wenn er damit Geld verdient oder so. Nö, natürlich nicht. Solange er entsprechende Qualität liefert, und das macht Looks Like Link, und das finde ich macht Sui, und das finde ich macht Emero, das macht auch Gronkh, auch wenn mir sein Kommentarstil nicht in allen Let's Plays gefällt, aber das ist Geschmackssache. Das ist ja im Fernsehen genauso. Da gefällt mir auch nicht alles. Jo. Aber ich finde es genial, wenn die Leute das schaffen, damit Geld zu machen. Natürlich, aber es sind leider nur immer nur ein paar, die das wirklich schaffen. Ja, aber ist doch in Ordnung. Wenn ich damit jetzt kein Geld mache, ich mach's trotzdem weiter, solange wie ich Spaß dran habe. Klar, hobbymäßig, also. Und wenn das noch ein, zwei Leute gucken und einer mal ab und zu mal einen Kommentar drunter schreibt, dann freue ich mich. Genau. So. Warte mal kurz, ich muss ein paar Kommentare schreiben. Ein paar Hater-Kommentare. Haters gonna hate, potatoes gonna potato, weißt, ne? Ja. Ja, okay. So, Leute, dann bedanke ich mich fürs Zusehen. In der nächsten Folge wird The Wardrak wahrscheinlich nicht mehr dabei sein. Oh. Oder vielleicht auch doch mal sehen, ob er nochmal Zeit hat. Ich habe jetzt die Publikums Reaktion nachgespielt, ne? Genau. Ansonsten wird auf jeden Fall auch nochmal ein anderer Gast dazukommen. Mal bei Gelegenheit. Und vielleicht auch noch mehr. Mal schauen. Okay, bis dahin wünsche ich euch viel Spaß. Schaut einfach mal, solange wie bei mir jetzt nichts kommt, falls es ein paar Tage nichts kommt, einfach mal bei The Wardrak. Der Link steht in der Beschreibung vorbei. Okay, mach das. Tschüss. Mach ich. Tschüss.